Das neue Content-Update für die erste Season von The First Ascendant ist da. Und ihr seht es schon direkt, Halloween. Oktober, also gibt's schönes Halloween-Event. Das finde ich schon mal richtig awesome. Halloween-Events sind immer die besten Events, Leute. Aber Halloween ist natürlich nicht das Einzige, was wir bekommen. Und was alles neu ist, mitsamt Skins und allem, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß bei dem Video. Das ist schon cool. Finde ich nice. Aber das eine, das große Ding, natürlich neuer Ultimate Descendant. Und ihr werdet es alle schon wissen, Ultimate Trainer gibt es jetzt. Natürlich gibt es auch einen Ultimate Skin für sie, aber die Skins, Halloween Skins, alles zeige ich euch als letztes. Also bleibt dran. Ultimate Trainer lässt sich erfarmen wie, oder ganz normal, durch diese amorphen Materialien. Es wurden wieder welche abgeändert, die heißen jetzt hier 127 Variante A, B. Also, wie ihr es schon kennt, könnt ihr hier nachgucken, wo die sind, wie die Drop Rates sind und farmen. Ich wünsche euch viel Glück. Außerdem gibt es jetzt für die Infiltration Operations noch schwierigere Varianten, sage ich mal. Und zwar immer da, wo auch die Invasion-Missionen sind, also in diesen roten Gebieten. Da könnt ihr auf die Dungeons gehen und, oh, sorry, auf den, wo diese Invasion ist. Da, genau, da habt ihr es jetzt hier, Additional Kill Score 400%. Da könnt ihr nämlich hier alles nochmal deutlich, deutlich schwerer machen. Und wenn ihr diese Mission schafft, dann gibt es auch eine neue Belohnung. Und zwar Vosha Shards heißen die im Englischen. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Aber wenn ihr hier bei euren ganzen Informationssachen auf diesen Knopf hier drückt, ihr werdet sehen, der ist neu, dann kommt ihr hier hin und hier seht ihr diese Premium ETA und Standard ETA. Das ist eine neue Währung. Und die könnt ihr in einem neuen Shop ausgeben, der von Freitag bis Montag jede Woche in Albion aufzufinden ist. Was es da genau zu kaufen gibt und wie der genau funktioniert, werde ich euch in einem extra Video morgen erklären, weil der Shop jetzt noch nicht da ist. Aber auf jeden Fall könnt ihr diese Währung in den Missionen bekommen und dort ausgeben. Und diese Währung bekommt ihr, wenn ihr eure Blueprints verkauft bei diesem Shop. Also diese Sachen hier, die ihr doppelt habt, die ihr mehrfach habt, die ihr nicht mehr braucht, könnt ihr da verkaufen und bekommt eben diese Währung dafür und könnt mit der dann wieder neues, cooleres Zeug kaufen. Es gibt eine neue Waffe, Frostwatcher. Ups. Gehe ich mal so hier drauf. Das ist das gute Stück. Und ich kann direkt sagen, diese Waffe ist für Kryo-Charaktere, also für Eis-Charaktere. Aus Genshin. Besonders ist diese Waffe für Hayley gedacht. Ob sie jetzt aber wirklich richtig gut sein wird für sie, das wird sich natürlich noch rausstellen. Einmal zur Ability. Die Waffe gibt euch verschiedene Buffs, je nachdem, ob ihr einen Crit landet oder einen Weakpoint-Treffer. Ich denke, beides gleichzeitig geht auch. Und auch nochmal, wenn ihr einen Gegner besiegt. Wenn ihr einen Gegner besiegt, und da seht ihr direkt, dass es besonders für Hayley gedacht ist, sie steht sogar in der Beschreibung. Wenn ihr einen Gegner besiegt, dann bekommt ihr Chill Synchronization. Und dieser Effekt sorgt dafür, dass der Slowdown von Hayleys Ability, Cold Fury heißt sie, also da, wo ihr mehr Schaden macht, wo ihr langsamer werdet, dieser Slow, der wird einfach ignoriert. Ihr seid dann nicht geslowt. Landet ihr einen Crit auf dem Gegner, dann wird von diesem Gegner die Chill Resistance runtergesetzt. Also hier seht ihr Chill Resistance Down, das heißt, ihr macht dann eben mehr Schaden mit euren Fähigkeiten. Landet ihr den Weakpoint-Treffer, dann macht ihr mehr Schaden mit euren Ice-Skills. Und wie gesagt, ich denke, das trifft auch gleichzeitig ein, wenn ihr Weakpoints crittet. Ich werde mir die Waffe auf jeden Fall holen, war einfach, weil ich viel Hayley spiele. Mal gucken, wie sie sich macht. Wie ihr die Waffe bekommt, das ist jetzt natürlich auch neu. Und zwar ein neuer Boss. Ein neuer Raid-Boss, sage ich mal. Void Intercept Battle Deathstalker. Hier seht ihr ihn einmal. Ich werde mal schauen, je nachdem wie er ist, werde ich da auch ein Video zu bringen. Aber dieser Boss kann eben die Materialien für die neue Waffe droppen. Und die beziehen sich alle hauptsächlich auf das Gleiche. Ihr könnt euch extrem viel Fähigkeiten-Damage geben, dafür aber euer Crit-Damage oder Crit-Rate nach unten schrauben.
Oder ihr kriegt nur ein bisschen Fähigkeiten-Damage und noch ein bisschen Crit-Damage, Crit-Rate. Das gleiche gilt auch für Waffen. Außerdem haben Ultimate Freyner und Haley ihre Transcendent-Module bekommen, also die roten. Wie gesagt, das könnt ihr alles hier in dem Infofenster nachschauen. Kurz zu den Modulen. Einmal hier, dass Freyner mehr Firearm-Attack bekommt. Das könnte sehr strong sein. Einmal das Modul, mit dem ihr Corrosion auf die Gegner setzt. Da kann ich noch gar nichts zu sagen, ob das jetzt gut ist oder keine Ahnung, was das macht. Dann Haley hat einmal was für ihre Ult bekommen. Finde ich sehr interessant. Eure Firearm Attack wird runtergeschraubt. Weniger Schaden sozusagen, aber dafür mehr Weak Point Damage. Also der Multiplayer da wird erhöht. Und wenn ihr jetzt Schilde trefft, dann bekommt ihr nicht MP zurück, sondern Schild. Mal gucken. Vielleicht ist ja der Damage Increase so krass, dass dieses Modul sich lohnt. Aber jetzt gerade erstmal finde ich es ein bisschen, weiß nicht, Schild. MP braucht man ja auch für diesen Buff, ne? Cold Fury, wo wir eben drüber geredet haben. Mal gucken. Genauso hat sie ein Modul bekommen, womit sie ein bisschen besser für Mobs clearen ist. Hiermit sorgt sie für einen ähnlichen Effekt wie die Bunny-Waffe. Also die Gegner explodieren und machen eben um sich rum Damage. Außerdem mit dem neuen Boss gibt es natürlich auch neue Sets, zwei sogar. Und zwar einmal das hier. Das sieht aus, als wäre es gut für Frey, ne? Gibt Toxic, Skill Power und auch Assault Rifle Submachine Attack wird auch noch erhöht. Außerdem das Invader Set mit Max Shield. Und außerdem Skill Duration wird erhöht. Ich habe das Gefühl, die wollen Schilde auf jeden Fall stärker machen. Also es passiert die ganze Zeit immer sehr viel mit Schild hier, Schild da. Mal gucken, ob das auch funktioniert. Ist aber auf jeden Fall schon deutlich besser geworden als zu Anfang. Wie immer, ich gehe nicht auf jede Klitzekleinigkeit ein in diesem Video. Das würde sonst immer den Rahmen sprengen, weil die Patchnotes sind ziemlich lang. Ich habe die unten verlinkt. Also wenn ihr alle Details wissen wollt, könnt ihr die da nachlesen. Das waren die, finde ich, wichtigsten Sachen, die geändert worden sind. Und jetzt kommen wir zum allerwichtigsten, nämlich den Skins. Halloween Skins, Ultimate Freyner Skins, rein da, ich sehe sie jetzt auch zum ersten Mal. Let's go. Zack, Shop. Erstmal nichts Interessantes, nichts Neues. Gehen wir auf Event Skins. So. Hier sehen wir es direkt. Fangen wir mal hier unten an. Das ist so ein Gefängnis-Skin. Sehr interessant. Ich glaube, für alle Charaktere, richtig? Ja, für alle weiblichen Charaktere gibt es jetzt einmal so ein Gefängnis-Outfit. Finde ich, ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Kostet aber auch nicht viel. Also, wer das nice findet, let's go. Next one. Das hier, das sieht aus, als wäre es für die Typen. Und das sieht, to be honest, ziemlich cool aus. Pumpkin Hunter heißt es. Jetzt ist für alle Typen und einfach jeder sieht exakt gleich aus. Finde ich immer ein bisschen schade, dass sie da nicht irgendwie die Proportionen von den Leuten anpassen oder dass sie halt anders sind. Aber naja, der Skin ist ganz cool. Und diese ganzen Zipfel überall, das sieht ein bisschen lustig aus. Gucken wir mal den nächsten. Wir haben auch einen Pumpkin Skin für die weiblichen Charaktere. Der ist auch actually ziemlich nice. Hier sehen auch ach, alle gleich aus, außer Haley. Oh, den finde ich cool. Next one, der ist nur für Bunny diesmal. Medical Support Corps. Und sogar hier so ein... Oh, das ist mega cool. Was ist das? Ist das ein Emote? Das ist ein Emote. Ich frage mich, ob sie sich da noch bewegt. Das wäre super cool. I like den, finde ich ganz gut. Nicht der Wahnsinn, aber cool auf jeden Fall. Und so ziemlich das gleiche gibt es auch nochmal für Glay. Auch mit... Oh, damn. Oh, damn. I need that. Das ist schon ziemlich cool. Das waren die Halloween-Skins. Und dann gibt es jetzt noch den... Ultimate Skin für Freyner. Und den habe ich actually schon gesehen im Trailer und der ist mal wieder richtig schön nach The First Descendant Art. Da ist er. Hier seht ihr es.
Ja, hat sich auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen was bei Bunny abgeguckt. Es gibt auch noch ein paar Skins. Ajax, Last Bastion. Interessant. Weiß ich nicht, was ich vom Helm halten soll. Blair hat auch einen neuen Skin. Der ist cool. I like. Ohne Helm vielleicht wieder ein bisschen, es ist vielleicht ein bisschen cooler. Und Enzo auch, damn. Enzo, wo bist du? Boah, die Krallen an den Füßen, das sieht ziemlich cool aus. Der kann einiges. Außerdem haben wir Make-up-Bundles für vom Halloween-Event. Einmal hier reingucken. Also, okay. Interessant. Wo ist das Make-up jetzt? Ja, okay, das ist das Make-up. Sehr gruselig. Next one. Für Bunny. Okay, ist es nicht einfach alles auf Grusel aus. Aber bei den Typen. Da auf jeden Fall. Nächstes Pack. Oh, damn, die Augen. Oh, damn, die Augen. Oh! Nächstes Pack. Ach, das ist actually der Bart. Auch sehr interessant. Okay, so viel an den Augen gemacht. Oh, Yujin ist cool. Oh, der ist cool. Und Luna sieht auch richtig nice aus. Ich bin ein bisschen schade, dass die weiblichen Charaktere nicht so ein Make-up bekommen haben, sondern eher alle so Pretty Girls. Aber finde ich actually ganz cool. Ist auch nicht so super teuer wieder. Und vor allem, Leute, vor allem, was jetzt auch noch neu ist und richtig cool, ihr könnt jetzt die Haare färben. Wenn ihr jetzt einen Skin hier auswählt, nehmen wir jetzt einfach mal, was hier, guck mal, das, nee, nicht Purchase. So, nehmen wir einfach mal hier die Haare. Actually, wo kommen die her? Sind cool. Könnt ihr hier oben die auch färben. Richtig nice. Das finde ich sehr, sehr cool. Auch wenn man die natürlich wieder kaufen muss. Aber da habe ich actually noch dran gedacht, wie cool wäre das, wenn man auch hier die Haare färben könnte. Helme, glaube ich, Helme ging ja vorher schon. Das ist neu. Das ist neu. Und das ist neu. Außerdem bekommt ihr, wenn ihr euch einloggt während des Halloween-Events, bekommt ihr Sachen geschenkt. Also auf jeden Fall jeden Tag einloggen. Und das war's dann an der Stelle mit dem Update, mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die ganzen News. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr von den Skins haltet, was ihr von den Neuerungen haltet. Ich wünsche euch jetzt viel Glück und viel Spaß bei The First Ascendant. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis dann. Ciao.